Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Y. Ja, immer noch im Turm der Erkenntnis, nach dem Kampf mit Kalem, in dem wir bewiesen haben, dass wir des Mega-Ringes würdig sind, werde ich gleich zurück zu, also in die Stadt gehen. Danke für das toll, Nirand, was auch immer. Und Conny herausfordern. Sie ist jetzt wahrscheinlich wieder in der Arena. Jazz, der Kampf zwischen dir und Kalem ist für eure Trainerkarriere sehr förderlich. Wenn ihr weiter versucht, einander zu überbieten, werdet ihr sicher beide sehr stark. Ich bin froh, mit euch reisen zu dürfen. Das hat man, glaube ich, im letzten Part schon. Conny will bestimmt erst einmal sicherstellen, dass du auch wirklich hältst, was du versprichst. Gut, dann gehen wir mal zu Conny. Mit dem Fahrrad. Wieso muss ich schon wieder gehen? Komisch, weil sobald ich irgendwie versuche, eine tiefe Stimme zu sprechen, muss ich gehen. Ich sehe das ja bei... wie heißt der Typ? Ist meine Pokémon geheilt? Nein. Das lasse ich so nicht stehen. Das werde ich ändern. Wo ist hier das Pokécenter? Da. Und ich mag die Musik immer noch. Oh, schöne Ansicht, auf Schwester Joy. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Ja, dankeschön. Ich weiß zwar nicht, wie das geht mit der Ansicht, aber naja, manchmal ändert die sich, keine Ahnung. Vielen Dank für deine Geduld. Ich komme gerne wieder und auch noch oft. Okay, Conny. Auf geht's. Yantara Arena. Juhu. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Hier in der Arena von Yantara City dreht sich alles um Typ Pokémon vom Typ Kampf. Und jetzt schnapp dir deine Roller Skates und besiege alles, was Rollen unter den Füßen hat. Ob von hinten, von vorn, von links oder von rechts, spielt keine Rolle. Das klingt ein bisschen eklig. Aber gut. Moment, Roller Skates. Bin ich blöd? Muss ich was anderes machen? Oh hey, so. Und da ja gesagt wurde Kampf-Pokémon, wird hier unser Yoshi seinen Auftritt haben. Na, komm mal her da. Hallo, ich will da nicht. Oh. Hallo. Du da. Wieso muss ich dir erst anquatschen? Nicht übel, dass du mich eingeholt hast, zeigt, dass du etwas vom Skaten verstehst. Im Kampf, aber kannst du es nicht mit mir mithalten? Na, du bist schlecht, du bist ein Buhn. Das werden wir gleich sehen. Hallo, Herausforderung Roller Skater Sullivan. Pam pam. Badudu. Und ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut, denn ich habe es nicht getestet vorher. Hallo, Gardevoir. Überbrückung habe ich jetzt. Ja. Oh Gott. Darf ich? Danke. Gut, Gardevoir kann immer noch nichts Brauchbares an Kampf, aber Konfusion muss reichen. Bis 10 Level stärker. Na also. Weiter so. Ich streichle dich mal ein bisschen, Gardevoir. Sehr schön. Fein, fein. Es ist so ein komisches Team. Ich hatte noch nie im Team Lantern, Gardevoir, Roserade, Frostetje. Nur Glurak und Libeldra sind mir sehr vertraut. Die anderen vier sind für mich komplett neu. Also das ist echt was Neues. Nein, ich will nicht wechseln. Ich überlege jedes Mal, ob ich den EP-Teiler nicht ausstellen soll. Aber bis der sich entwickelt, haben alle Level 45. Das ist doch scheiße. Boah. Dann müsste ich ihn häufiger kämpfen lassen. Weiter so, Gardevoir. Konfusion. Wunderbar. Ich streichel dich, du bist toll. Er kriegt Haufen Punkte, weil er getauscht ist und weil er gestreichelt wird, da kriegt er noch mehr.
Pass an den Vorlaut. Nee, du kannst mich mal, Jazz. Außerdem ist das mein Spitzname. Mehr oder weniger. Ja, ihr Kampf-Pokémon habt alle eine Schwäche gegen Spezielles. Deswegen ist das hier selbst mit einer Konfusion nicht schwer. Aber Gardevoir hat ja auch hohe Werte in der Hinsicht, also ist das klar. Wie konnte das noch passieren? Ich glaube. Oh, ah, okay. Ich muss alle besiegen. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen, na Gott. Kommst du überhaupt her? Aus Amerika, aus New York. Welchen Status habe ich drin? Ich muss mal gucken. Ich gucke mir mal mein Profil an. Let's play! Habe ich da stehen und Frostädchen im Herz. Ihr seht es ja in dem kleinen Bildschirm. Deutschland, gewonnen Linkkämpfe 0. Ja, weil ich halt noch keine hatte. Mit dem Spielstand hier, ist das auch klar. Manchmal habe ich was anderes drin stehen, aber so. Ich werde, glaube ich mal, Anubis nach vorne stellen. Der kann sicherlich auch was machen in dieser Arena. Wir versuchen es einfach mal. Der braucht Level Up, der muss sich entwickeln. Du hast Mut, mich beim Skaten anzuhalten. Was denn? Ich muss. Kannst ja danach wieder weitermachen. Roller Skaterin Gwyneth. Mediti! Okay. Meditales in Shiny ist extrem cool, finde ich. So, Anubis, du fliegst ein bisschen rum und du kannst eine Menge gute Attacken. Mach mal Knirscher. Na, das reicht nicht. Du bist noch nicht voll entwickelt. Das ist kein Step, weil du bist Boden-Drache. Dann mach Drache. Feuer-Odem. Ich geb dir gleich Offenlegung. Ey, das war Anubis in Ruhe. Weg mit dir. Ist Feuer oder nämlich die Attacke, die konstant 40 KP abzieht? Jetzt habe ich vergessen, dich zu streicheln. Nee, du bleibst drin. Ich muss mal gucken. Info. Kampf, Miet. Nee, fegt das Ziel mit zerstörerischem heißem Atem weg. Paralysiert das Ziel eventuell. Mach Feuer oder Mogelieb, ob ich das hasse. Ist zurückgeschreckt, ja. Es passiert immer. Man kann Mogelieb aber auch nur einsetzen, wenn man eingewechselt wird, also wenn man reinkommt. Im ersten Zug. Das Vieh kann Gedankengut? Okay. Mega Kampf Meets! Spezialverteidigung steigt. Na, das reicht dann. Oh Gott! Dein Ernst, du hast bestimmt nur noch ein KP. Paralysiert! Da wird auch eine Stärke reichen. Wunderbar. Ich hab die Video schon wieder nicht gestreichelt. Geht das überhaupt bei ihm, weil er... Die anderen kriegen alle 1000 Level-Ups, nur er nicht. Und er braucht's. Jetzt verstehe ich, du musstest mich anhalten, damit wir kämpfen können. Ja, sicher. Sonst komme ich nicht zu Conny. Ich muss mal gucken. Pokémon Ami wechseln. Mal gucken. Doch, das Zutrauen ist bei allen gleich. Habe ich bei allen gleich hoch gemacht. Ja. Knackrack von Luis. Fiaro. Ich kann das Vieh nicht mehr sehen, ey. Egal, wann man hier hingeht, er hat immer Fiaros. Es ist zum Heulen. Du siehst so aus, als würdest du ein wenig Hilfe benötigen. Keine Sorge, ich bringe dir jetzt alles zu dem Thema Skaten und Kämpfen bei. Pass gut auf. Ich brauche keine Hilfe. Ich habe in den letzten Monaten viel über Pokémon gelernt. Auf Phoenix, Garaborn, Ja, Phoenix. Ja. Ich habe in den letzten Monaten viel gelernt und viel gespielt. Ich habe alles nachgeholt, was ich in den letzten Jahren verpasst habe. Gut, fast alles. Aber so von der Generation her. Die dritte habe ich mit Alpha Saphir nachgeholt. Vierte habe ich mit Diamant gespielt, die fünfte Schwarz 2 und die sechste halt X und Y. Also, ich habe viel nachgeholt auf jeden Fall. Mach mal Schauflamm. Er fliegt und gräbt sich ein, das ist irgendwie merkwürdig. Schaufel los! Buff!
Das macht nicht so viel. Uff. Du verzweifelst nicht. Tauschen. Nee, 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 nee. Austauschen. Los, Yoshi. Er ist halt nicht entwickelt. Es ist einfach, Scaraborn ist ein Killer. Also, der hat richtig gute Angriffswerte. Finde ich. Also, ich habe persönlich immer Angst vor Scaraborn. Was für ein Konter. Ich glaube, du spinnst. Konfusion. Yes. Scaraborn eine Mega-Entwicklung hat, verstehe ich nicht. Der ist ja schon so stark genug. Er kriegt ordentlich Punkte. Anubis erreicht Level 93. Erdkräfte! Ja. Ich lasse den Schaufler vergessen, weil ich mag keine Attacken, die 2 Runden dauern. Ich greife lieber gleich an. Erdkräfte ist geil. Auch wenn es speziell ist. Ich weiß nicht, was er für ein Wesen hat. Das... Ich sag's ja. Ehe sich Libeldra, also ehe sich Vibrava entwickelt, haben wir Level 45er Pokémon. Dann bin ich schon viel zu overlevelt. Ich meine, ich bin ja hier schon mit knapp 10 Leveln drüber. Das ist blöd. Einer fehlt noch und da kann ich zu Conny. Ich heile aber erstmal unseren Anubis. Das reicht ja hinten und vorne nicht, normal. Habe ich nicht irgendwie... Nee. Verdammt, ich habe kein Glücksei. Hätte ich mir rübertauschen sollen. Ich überlege, ob ich ihm den Evolit gebe, bis er sich entwickelt. Das heißt, ich mache den EP-Teiler aus und gebe ihm den Evolit. Dann hat er ja, wie schon im letzten Part erwähnt, ja, ja, 50% mehr Spezialverteidigung und normale Verteidigung. So zumindest habe ich das in Erinnerung. Und dann mache ich den EP-Teiler aus, weil das ist jetzt... Wir sind alle gleichmäßig gelevelt und ich bin nicht unzufrieden. Ich kann mir mal nebenbei die Werte ansehen. Ich wollte eh wissen, was er für ein Wesen hat. Neutral. Ah, aber der normale Angriff ist doch... Boah, 20 Dinger stärker. Der muss Erdbeben lernen. Das ist einfach so. Erdbeben, Drachenklaue. Das braucht er. Gut, Dommy. Spezialangriff. Also Funkensprung ist für den Arsch. Der braucht unbedingt Donnerblitz oder so. Ich habe auch Spezialangriff. Und habe Initiative gesenkt. Was habe ich denn da für eine Scheiße ausgesucht? Gott. Frosty hier lebt von der Initiative. Weil die Verteidigung so schlecht ist. Oh, Alter, guckt euch die Werte an von Gardevoir. 125 Spezialangriff. Gut, auch mit dem richtigen Wesen. Aber hei, ja, ja, ja. Und 4 maximierten Werten, deswegen auch die Markierung. Die nehmen sich nichts. Also Chris und Armin, also Yoshi, die sind absolut gleich. Nur dass das halt Champ schon ein Level mehr hat. Champ und Yoshi, Chris und Armin. Ist egal. Ist ungefähr gleich mit den Werten. Skulrank ist auch neutral, weil ich mir nicht sicher war, was ich nehme. Sieht aber auch gut aus. Ja, Gut, du hast den Evoli, du bist vorne, du darfst jetzt erstmal vorne bleiben. EP-Teile aus, weil sie eh, wie gesagt, schon so viel ist. Wo ist der letzte, den ich brauche? Ah, hallo. Rastlos, immer weiter, immer schneller. Niemand kann mich ausbremsen, weder im Kampf noch beim Skaten. Das werden wir gleich sehen. Bum, bum, bum. Chloe mit Caradonis. Mhm. Ein Gegenstück zu unserem roten Freund von vorhin. Dessen Namen ich gerade vergessen habe. Den habe ich wirklich vergessen. Tut mir leid, ich habe es wirklich vergessen. Mach mal Erdkräfte. Ich mag euch nicht. Was? Nochmal.
Da fällt schon auf, dass seine Spezialangriffswerte nicht so gut sind. Das hätte mit Normalangriff viel mehr abgezogen. Hariyama. Wir bleiben drin. Ich vergesse mal, ihn zu streicheln, damit er noch mehr EP kriegt, damit das schneller funktioniert mit dem Level. Feuer Odem, los. Ach du Scheiße, das ist ja gar nichts. Ey, du Penner, mein Item. Ich glaube, es hackt bei dir. Toll, Evolit ist weg. Aber nur für den Kampf. Der bleibt natürlich da. Riechsalz? Ich hoffe mal für dich, dass du das jetzt schaffst hier. Gott, der hat dich gekillt. Auf jeden Fall. Du brauchst EP, du musst dich entwickeln. Noch 5 Level. Mhm. Du alte Spaßbremse. Ja, ich weiß. Okay, wir können. Bah, wir können ins Zucconi gehen. Hallo, Conny. Aufgepasst, hier komme ich, Conny. Ich habe schon Angst vor deinen Lucarios. So, jetzt brauche ich auch die Skates nicht mehr, aber... Oh, ich muss Anubis heilen. Ganz klar. Ja, der eine Punkt wird jetzt auch nicht wehtun. Und wie ich es immer mache, ich speichere vor dem Kampf in der Arena, mache ich immer... Das ist eine Angewohnheit für den... Ich werde eh nicht verlieren, weil ich... Selbst wenn Anubis stirbt, ich habe ja noch 5 andere Pokémon. Und in der Hinterhand, weil sie Kampf-Pokémon hat. Obwohl ich überlegen muss. Ob es überhaupt möglich ist, durch den Typ, den Lucario hat, Stahl-Kampf. Weil Psycho gegen Stahl ja nichts wirkt. Aber das sehen wir ja dann. Oder so ähnlich. Du bist ein starker Trainer, das sehe ich sofort. Los, fangen wir am besten gleich an. Das, so mag ich's, wenn man gleich zum Punkt kommt, meine liebe Conny. Auf geht's, die geballte Kampfkraft von Conny trifft jetzt auf mein Team. Und ich finde die Musik episch. Linfu! Okay. 3 Pokémon. Ich glaube. Okay, das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Ja, fang mit Knirscher an. Boah, nee, fang mit Mogelieb an. Ich weiß, dass ich zurückgeschreckt bin. Ich hasse die Attacke. Ohne Scheiß. Oms. Das ist ja mal gar nichts. Mai, du musst dich entwickeln. Auf jeden Fall. Das war ein Volltreffer? It's a crit! Erdkräfte. Jawohl. Bring trotzdem mehr. Obwohl Knirscher normale Attacke ist, aber da ist Step drauf, ja, deswegen. Restadero. Ich tausche. Weil der ist auch Flug. Und da kann Domi was gegen tun. Ich könnte auch Frostetike was dagegen tun, aber. Und auch Gardevoir. Aber ich lasse mal Domi vor. Level 32. Also so overlevelt sind wir dann doch nicht, so wie es aussieht. Trotz des EP-Teilers, aber wenn ich ihn anlasse, dann wäre es einfach noch viel zu viel. Funkensprung. Flying Press. Ja, ich weiß, dass du ein Wrestler bist, aber es bringt nicht viel bei mir. Und er hat einen Beulenhelm. Stimmt, der habe ich vergessen. Domi hat den Beulenhelm. Gerade weil er so viele KP hat. Weiter so, Domi! Hier ist so Paralyse. Epic. Gib ihm noch einen Elektroball mit, das dürfte reichen. Wusch. Sehr gut. Wunderbar. Tut mir leid, Restadero. So, eins kommt noch. Ist es ein Lucario? Nein, ein Mashok. Sie hat ihre Lucarios tatsächlich nicht dabei. Ich wusste doch, hier war irgendein Fail in der Arena. Sie hat ihre Lucarios nicht. Da wechsle ich wieder, auch wenn Mashok mir ein bisschen Angst macht. Aber Anubis braucht Punkte. Ich will den EP-Teiler nicht anmachen. Wirklich nicht. Nicht mehr.
Hallo, Mashok. Ja, gehen gleich auf die, in die Vollen mit Erdkräften. Mhm, gut die Hälfte. Das tut mir mal überhaupt nichts. Dann sinkt halt meine Initiative. Das ist mir Wayne. Du wirst jetzt weg sein. Jawohl. Volltreffer, das hat glaube ich nicht mehr wirklich viel ausgemacht. Bisschen streicheln. Wunderbar. Schock, schwere Not. Wo waren deine Lucarios? Okay. Conny, die Arenaleiterin von Altara City, gibt sich geschlagen. Hiermit erkenne ich dein Talent als Trainer an und verleihe dir feierlich diesen Orden. Oder so ähnlich. Na los, nimm endlich. Juhel! Wie vielte Orden ist das jetzt? Der dritte? Oder der dritte, ne? Vierte? Keine Ahnung. Jasmin erhält von Conny den Rauforden. Der Rauforden sorgt dafür, dass du mit allen Pokémon bis Level 50 auf einer Wellenlänge bist. Das gilt selbst für per Tausch erhaltene Pokémon. Außerdem kannst du dich mittels der VM-Attacke Surfer auf dem Wasser fortbewegen, selbst wenn du dich nicht gerade in einem Kampf befindest. Ach ja, diese TM wollte ich dir auch noch geben. Probier sie unbedingt mal aus. Steigerungshieb, nee. Ich habe eh kein Kampf-Pokémon, also werde ich das auch nicht benutzen. Wie der Name bereits vermuten lässt, hilft Steigerungshieb dem Anwender dabei, seine Leistung zu steigern. Er härtet seine Fäuste mit jedem Einsatz weiter ab und erhöht so seinen Angriff. Jetzt muss ich mich erstmal bei dir entschuldigen. Ich kann dir den Megaring nämlich erst auf der Spitze des Turms der Erkenntnis überreichen. Bitte sei mir nicht böse, dass ich dich pausenlos durch die Gegend scheuche. Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte. Jetzt, wo du dazu in der Lage bist, eine Mega-Entwicklung herbeizuführen, würde ich gerne erneut gegen dich kämpfen. Lucario und ich erwarten dich auf der Spitze des Turms der Erkenntnis. Juhey. Whatever you say, Conny. Gut, dann gibt's erst da oben wirklich den Megaring und Entwicklung und so. Wenn wir nochmal gegen sie kämpfen, ein drittes Mal. Obwohl wir sie schon besiegt haben. Zweimal. Ein wahrer Arenaleiter versteht sich im Kampf nicht als was Besonderes, sondern als einfacher Trainer. Genau das ist Connys Stärke. Warum hat die ihre Lucarios nicht benutzt, verstehe ich nicht. Das ergibt sich. Es gibt überhaupt gar keinen Sinn, warum die ihre Lucarios nicht benutzt hat. Aber gut, die werden wir dann oben wiedersehen. Ich heile erstmal mein Team und dann gehe ich wieder mal zum Turm der Erkenntnis, um mir endlich mal. Wieder eine andere Ansicht. Schön. Ja, um dann erneut gegen sie anzutreten. Wunderbar. Ja, das aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei bei der Arena. Ich weiß immer noch nicht, welcher Orden das war. Wir schauen mal schnell. Der dritte. Ja, der dritte. Wir sehen uns wieder im nächsten Mal bei Pokémon Y. Bis dann.